Verwahrlosung, die Verwahrlosten, sagte gestern jemand. Ich replizierte, ich nenne sie die Unwahrlosen oder Unwahrlosten. Die Verwahrlosten sind diejenigen, die das Los der Unwahrheit gewählt haben. Sie haben keine andere Zeit, als sich darum zu kümmern, die Unwahrheit zu entlarven und die Wahrheit zu finden. Also verwahrlosen sie in ihrer anachoretischen Höhle und sind so schlau, die notwendige Ordnung im Aufräumen der Dinge zu bewerkstelligen, indem diese auf ein Minimum reduziert werden. Eine Reisschale, einen Kochkübel oder Becher, ein Glas, denn man kann nicht immer nur aus der hohlen Hand trinken, wenn es sich um Bier oder Wein handelt, wenigstens.